Sie werden vielleicht schon davon gehört haben, da gibt es einen Kongress am 14. September in Salzburg. Ich rate Ihnen davon ab, nicht hinzugehen. Ich verstehe es nicht so ganz, wenn man nichts verändern will und sagt, es passt eh so, wie es ist. Ja? Wieso sollte man zu so einem Kongress überhaupt hingehen? Und man denkt, das Wirtschaftssystem ist vollkommen in Ordnung, es ist alles zukunftsfähig, enkeltauglich, wir sind in einer fairen Gesellschaft, wir haben gute Böden, die Landwirtschaft funktioniert spitzenmäßig, da sind wir uns doch einig. Warum sollten wir zu so einem Kongress gehen? In dem Fall rate ich Ihnen davon ab. Was sich aber Sorgen machen und sich überlegen oder Inspiration suchen, was sie verändern könnten, was anders laufen könnte, dann rate ich Ihnen hinzugehen. Denn es gibt wohl kaum einen Ort, wo Sie auf einem Platz so viele spannende Projekte erleben werden. Auch wir werden dort sein, weil wir zu denen gehören, die denken, es ist nicht alles perfekt, wie es ist und wir können es noch schöner gestalten, besser gestalten. Man kann Dörfer auch wieder beleben. Man muss nicht aufgeben, wenn man denkt, naja, es ist heute so, der Nachbarsorger sperrt zu, es gibt keine Möglichkeit. Dazu haben wir ein spannendes Projekt. Wird ja wahrscheinlich eingeblendet, unsere Homepage sehen und dort mehr lesen können. Auf jeden Fall in dem Fall, wenn ihr die Veränderung wollt, dann sehen wir uns vielleicht im September. Tschüss.